Wünsche. Herzlich willkommen hier im Cinemax. Heute bist du mal nicht nur Zuschauer bei uns. Ich zeige dir heute, wie es hinter den Kulissen aussieht. Ja, gerne. Ja, super. Dann lass uns mal losgehen. So, Emily, das hier ist unsere Cocktailbar. Hier kann man vor und nach dem Film entspannt sitzen und noch eine Kleinigkeit trinken. Na, Emily, warst du denn schon mal bei uns hier im Kino? Ja, und das hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, das ist doch super. Wir geben uns auch immer ganz viel Mühe. Also, damit du siehst, was wir alles machen, damit es so schön ist, zeige ich dir mal etwas unser Haus. So, Emily, und jetzt zeige ich dir mal Kino 1, unser größter Saal mit 1001 Plätzen. Der Film ist jetzt hier aus. Die Mitarbeiter sind jetzt reingekommen und machen erstmal den Saal sauber. Jetzt gehen wir mal zusammen nach vorne, stellen uns auf die Bühne und schauen mal, wie groß das wirklich ist. Jetzt stehen wir mitten im Rampenlicht. Das ist unser Saal mit 1001 Plätzen. Hin und wieder stehen wir dann hier und machen dann auch Moderation. Wir zeigen unseren Gästen, welchen Film wir gleich zeigen werden, erklären, was alles laufen wird, verlosen auch mal super Preise. Das ist der größte Saal hier in Hamburg und auch die größte Leinwand hier. Und deswegen ist das ja auch ein besonderes Erlebnis, hier in diesem Saal einen Film zu sehen. Wir haben sehr oft, dass diese Vorstellung hier ausverkauft ist. Dann sitzen hier fast 1000 Leute, sehen sich zeitgleich einen Film an und das ist eine super Atmosphäre. Das ist ein besonderes Erlebnis in diesem Saal. Was ist denn da hinten? Das da oben, das ist die Projektion, der Vorführraum. Dort werden die Filme gezeigt. Möchtest du das mal sehen? Ja. Dann gehen wir da mal hin. Hier ist jetzt unsere Hauptprojektion. Hier werden Filme vorbereitet. Die Filme kommen in kleinen Boxen an. Die sind je nach Akt immer einzeln getrennt und werden hier zusammengeklebt. Das sind aber viele Bänder. Wenn ein Film zu uns kommt, wir leihen uns die Filme ja auch nur aus vom Verleiher, kommen sie in diesen Boxen hier an. In so einer Box ist ungefähr 20 Minuten, würde ich sagen, ist ein Akt. Ein Akt sind 20 Minuten. Die kommen hier an und werden hier von den Projektionisten zusammengeklebt und rollt sie dann auf so ein Tablett. Und wie lang ist denn der Film? Der Film. Warst du denn schon mal im alten Elbtunnel? Also wenn du da vielleicht irgendwann mal hingehst, dann erinnerst du dich wieder dran, ja? Der Film ist etwa 3 Kilometer lang, also der Elbtunnel einmal hin und bis zur Hälfte wieder zurück. Und auf so einem Film, das habe ich dir ja mitgebracht, schau mal hier. Das sind 24 Bilder. Eine Sekunde ist so viel. Und da ein Film ja, naja, knapp über eine Stunde ist teilweise, brauchen wir 3 Kilometer lang Film. So, wollen wir mal schauen, was da läuft? Der Film ist noch nichts für dich, kleine Maus. Da müssen wir weitergehen. So, dann gehen wir mal und machen dir eine Portion Popcorn. So, Emily, jetzt bist du ja gewappnet für ein richtig schönes Kinoerlebnis. Jetzt gehen wir mal in einen Saal und schauen uns den Film an. Hier sind ja gar keine Leute. Findet hier überhaupt ein Film statt? Du, Emily, dieser Film ist nur für dich und für mich. Wir beide genießen es jetzt. Das ist ja super. Ja. Na, Emily, hat es dir denn Spaß gemacht? Ja, super gut. Ja, super. Mir hat es auch gefallen. Und weil dir unser Popcorn so gut geschmeckt hat, kriegst du ein bisschen was für den Heimweg. Was hältst du davon? Super gut. Ja, super. Also, hier die erste Portion und noch eine. Bitte schön, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß und vielen Dank, es hat echt Spaß gemacht mit dir. Tschüss. Tschüss. Und danke.